Well, it's a blue sweatshirt. A blue sweatshirt. A blue sweatshirt. A blue sweatshirt. Well, you can do anything, but they do. Ja, mit Rock'n'Roll fängt's an heute, unser Promi-Geflüster. Und unsere Künstler werden immer jünger. Jetzt ging gerade die Tür auf, genau, hier Garderobe. Sind wir in Holzelfingen und ich, wie gesagt, Schlager, Galanacht des Schlagers, so heißt das Ganze. Mein Schlager machst du ja jetzt nicht wirklich, du machst Rock'n'Roll. Ja. Genau, ich darf begrüßen neben mir Marco B. Punkt, so nennt er sich. Marco, klar, B. Punkt, wie kommt's da dazu? Ja, ganz einfach, ich heiße mit Nachnamen Budja und Punkt, einfach so Künstlername. Genau. Okay, dann haben wir die Lösung auch schon. Ja, du kommst hier aus Holzelfingen, also Lokalmatador, kann man sagen. Und warst vor kurzem noch sozusagen bei The Voice Kids. Erzähl mal, wie kam es dazu? Also es kam dazu, ich war im Urlaub und dann wurde ich von einem Talentscout angerufen. Und der hat dann gesagt, dass mich The Voice Kids gerne haben möchte. Und dann haben wir zugesagt und dann bin ich halt zu The Voice gegangen. Okay, aber wie hast du dich beworben? Wie ging das? Wo hast du da Musik gemacht, dass die dich sozusagen entdeckt haben? Also normalerweise muss man sich ja bewerben, aber die haben mich quasi durch meinen YouTube-Kanal, der auch Marco B. heißt, also dadurch haben sie mich halt gefunden und sind halt auf mich gekommen. Also die Social-Netzwerke, die sozialen Netzwerke, die machen es aus, natürlich. Und Musik dann, wir haben es gerade so ein bisschen am Rande mitgekriegt, wie lange machst du jetzt schon? Also seit ich 6 Jahre alt bin, spiele ich Gitarre und singe ich und momentan bin ich 14, also. 14 Jahre jung, Wahnsinn. Und Rock'n'Roll, wie kam es zu der Musikrichtung, da man die liebt als junger Mensch? Also mein Onkel, der spielt selber in einer sehr berühmten Band, The Baseballs. Und ich war früher immer in seinem Zimmer und er hat mir immer mein Lieblingslied, ein rockiges, vorgespielt. Und dann habe ich halt immer mit ihm Elvis und so zusammengehört und so hat er mich dann halt so auf den Weg begleitet. Genau. Jetzt muss ich mal kurz meinen Zuschauern sagen, The Baseballs, vielleicht erinnert ihr euch noch an ein Interview, was wir dieses Jahr hatten mit Sebastian Retzel, das ist nämlich einer von den Baseballs. Ihn haben wir ja getroffen im Europapark, genau, und da sind die Verbindungen wieder hin, also so klein ist die Welt, kann man sehen. Ne? Ja. Genau. Ja, was ist dein Ziel, wo soll es hingehen? Mit dem Rock'n'Roll richtig durchstarten oder Schlagernummern oder was, wo soll es weitergehen? Also schon so in die Richtung Rock'n'Roll, so wie halt mein Onkel, aber vielleicht auch ein oder andere Popsong, so wie Shawn Mendes oder Edge. Okay. Und so den Elvis, den man ja wirklich, wirklich überall noch kennt, das ist so deine Richtung, wie man aussieht, bisschen mit Tolle. Ja. Yeah. Was sagen die Mitschüler, wenn du so Musik machst? Also, bis jetzt haben sie mich noch nicht drauf angesprochen, aber okay. Ja. Also, sie finden es gut? Sagen wir es mal so, ja. Okay, sehr schön. Ja, heute Abend hier bei der Schlagernacht, was wird man erleben? Was hast du dabei im Gepäck? Also ich habe in meinem Gepäck einen oder den anderen Rocksong und dann habe ich auch noch dabei mein eigenes geschriebenes Lied, was ich für meine Großeltern geschrieben habe, weil die gestorben sind und das Lied erzählt so ein bisschen von der Geschichte von mir und allem drum und dran. Ja. Okay, also so richtig schön eine Ballade dann, ne? Ja, genau. Sehr gut, dann wünschen wir dir auf alle Fälle viel, viel Erfolg und ich hoffe, du machst einen großen Weg. Ne? Also ich sag mal, vielleicht sehen wir uns in Reutlingen irgendwo mal wieder, warum nicht? Wir beobachten das und bleiben hoffentlich Social Media mäßig in Kontakt. Wo kann man dich finden, auf welchen Kanälen? Auf Facebook, auf Insta und auf YouTube. Was muss man eingeben, damit man dich findet? Also auf YouTube Marco B. Auf Instagram also Marco B. 05 und auf Facebook, soweit ich mich erinnere, ist es auch Marco B. Alles klar, Marco B. eingeben, dann findet man den jungen Mann schon mit der Gitarre und mit den Rock'n'Roll-Nummern. Also da geht's richtig zur Sache dann nachher. Kleinen Ausschnitt werden wir bestimmt jetzt gleich noch im Nachhinein anknüpfen. Also macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe und merkt euch Marco B. Bis dann. One through party in the county jail. The prison bell was dead, they began to wail. The band was jumping and the
drum began to swing. You should have heard the snack. I would hear Brent sing, but let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the hotel back.